Hallöchen Freunde und willkommen zurück bei einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Und wir machen uns mal auf dem Weg zu unserem Questgeber. Wo ist denn der ganz? Wo ist denn der ganz? Tja, mal eine gute Frage. Und... sowas kann ich ja gar nicht leiden, hier so Typen. So. Gucken wir mal kurz, hatten die irgendwas Interessantes? Oh, nö, nicht wirklich. Aha, hier haben wir ein Plakat. Weg damit. Und jetzt sind wir wieder inkognito. Das heißt... uns kann nichts passieren. So. Hallo Leute. Wo ist denn unsere Quest eigentlich? Ist die überhaupt noch hier in Boston? Hier unten ganz. Okay, dann müssen wir scheinbar hier... vielleicht können wir hier so ein bisschen über die Schiffe laufen. Ach du je. Na, wobei da hinten können wir lang. So, dann gehen wir hier mal wieder rauf. Oh, gut, dass der so ein geiler Kletterer ist. Oh, ich würde auch so gerne so gut klettern können. So. Und dann laufen wir da mal eben kurz fix rüber. Soweit ist es ja nicht. Südbezirk. So, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Gut, hier noch einmal lang und dann sind wir da. Und ist auch mal schön, inkognito zu sein. Also nicht auf der Flucht, sondern inkognito, wisst ihr ja, was das heißt? Wir sind quasi, naja, wir sind quasi nicht sichtbar. Wir sind einfach ganz neutraler, ohne dass wir irgendwie hier auffallen. So, und den Weg kennen wir ja schon mal. Hier haben wir ja schon mal ein bisschen rumgewütet. Also hier ist es durchaus nicht schlecht, inkognito zu sein, sonst müssten wir hier das ganze Lager töten. So, und gleich haben wir's. Danke, danke. Gut, nach Grenzland geht's. Ich überlege gerade, da hätten wir doch auch eine Schnellreise machen können, oder? Mist. Aber was soll's, jeder Gang macht schlank. Und das kann unseren kleinen Assassin hier ja nur verbessern. So, gucken wir mal. Was sagt die Karte? Jawohl. Ganz nach da hinten. Gut. Ist die Frage. Können wir da nicht einfach hinspringen? Schnellreise. Wunderbar. Wunderbar, so ist doch viel besser. So ist doch viel besser. Und wir sind in unserem Jagdrevier. Was soll das jetzt? Gucken wir nochmal kurz. Wo ist denn die Quest überhaupt? Mm-hmm.
Feder. Interaktives Gespräch, Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Hier ist eine Taverne-Post. Hafen. Hafenmeister. Siedlungsmission. Na super. Na toll. Wenn wir jetzt hier wieder reinlatschen. Davenport Siedlung. Ah, okay. Ja, das ist. Das kommt einem zwar so ein bisschen so vor, als wenn man erst von dort hier reingeht und dann wieder zurück. Aber es ist tatsächlich jetzt eine andere Reise, wenn man da zweimal in den gleichen Weg reingeht. Gut. So. Ja, das dachte ich mir. So, und da unten haben wir einen Haufen. Wunderbar. Und was ich ganz gerne nochmal kaufen würde, das ist hier so Futter. Und wir können eigentlich auch nochmal so ein bisschen jagen gehen. Da könnten wir, ist die Frage, ob wir das immer mal so ein bisschen nebenbei machen. Oder ob wir da mal eine Folge lang nur jagen. Weil ihr wisst ja, die Fälle, wenn wir die wegschicken mit dem Konvoi, dann gibt das Kohle ohne Ende. Und mit Kohle kann man sich viele schöne Sachen kaufen. So, hüpfen wir hier mal lang. Das geht, glaube ich, auch recht schnell. Ups, falsche... Na. Dahin wollten wir, genau. Gut. Aber hier sind nicht so viele Tiere. Da müssen wir tatsächlich in diesen einen... in dieses Jagdgebiet da rein. Schade, ich hatte jetzt gedacht, hier wären auch zumindest so ein paar Tiere. Aber ich sehe ja jetzt gerade gar nichts. So, er will immer noch Angler werden. Die Forellen hier sind einfach prächtig. Schön. Dann fang mal ein bisschen was. Wir sind ja quasi dein Lehensherr. So, und nicht mehr weit. Ach. Wisst ihr was? Warum nicht gleich so? So, und aha, sieh mal einer an. Dann schauen wir mal, was er uns zu berichten hat. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Traumort. Nein, er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Und wenn sich das so anhört, werden wir bestimmt kein Recht haben. Also, 6 Monate später. Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Gut. Neues Gerät in Geschäften erhältlich. Dann schauen wir mal, wo sind die denn? Tja, dann geht's wieder zurück. Das war ja nur ein kurzer Aufenthalt hier bei uns. Schade eigentlich. Ich wollte mich nämlich eigentlich nochmal so ein bisschen mit dem Handel beschäftigen. Aber gut. Hm.
Machen wir das einfach beim nächsten Mal, wenn wir da sind. So. Sind wir hier richtig? Könnte. Ah, könnte sein. Na, aha, da haben wir doch ein... Sorry, Kumpel. Nein! Ach, wir haben eh... Oh, wir haben eh kein... keine Fernkampfwaffe. Aber wir kriegen den auch so. Scheiß auf Fernkampf. So, dann nehmen wir uns mal alles mit. Das tut mir wirklich leid. Das mache ich echt ungern, hier die Tiere töten. Aber... die Sachen, die wir hier kriegen, die sind halt extrem wertvoll. Also einfach weggucken. Das sind ja nur Pixel. So. Dann schieß mal los, Kollege. Verhandlung mit dem Feind. Sequence 6. Die Nacken ja der Rad ta. Wahigen sie, was nega nun hart in Hageden. Da gua der Hard hat gua gato. Gut, den Versammlungssaal auf der Spitze der Klippe erreichen. Was war jetzt die Nebenquest Johnson unbemerkt erreichen? Da hinten müssen wir hin. Gut, die Frage wie? Ich bezweifle es irgendwie, dass wir da... Ja, wir werden es aber... Wir können ja mal gucken, wenn wir hier rumlaufen. Ich kann mir nämlich nicht wirklich vorstellen, dass man da von ganz unten ganz hoch klettern kann. Ach, Junge. Na gut. Da ist die Levelbegrenzung, also werden wir keine... Ah, war das ein Bär? Bitte sag mir nicht, dass das ein Bär war. Hallo, Kollege. Mach keinen Scheiß. Yay. Na gut. Ist okay. Folgt uns? Tja, schubst du uns ins Wasser. Na gut, macht nix. Ah. Okay. Ah, hier sind überall welche, ne? Tja, ist die gute Frage. Ach, lassen wir uns doch einfach entdecken, oder? Das wäre ganz schön aufwendig. Hier jetzt, ohne dass wir gesehen werden. Hier ist nämlich schon der erste. Halt an! Nein! So, können wir hier irgendwo hoch? Wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich eher weniger. Komm, geben wir dem Kopfschuss. So, das sieht doch einladend aus hier. Anhalten!
Ja, ist egal. So, dann komm mal her, Kollege. Und zack. Verdammt. Ich glaube, den müssen wir aufhalten. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Du willst Land, das ist wahr. Land, das nicht dir gehört, oder was? So, schnell hinterher. Ach, Mist! Ah, Mist, Mist. Aua. Aber ich glaube, der hat selbst aus 2 Metern Entfernung noch daneben geballert. Tja. Also. Wir sind gleich da. Ich würde sagen, wir machen hier aber nochmal ein kurzes Päuschen. Nächste Folge geht's weiter. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!